Ja, hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mal noch was ganz Interessantes für euch. Und zwar schaue ich mir heute mal an die Gigaset Voice-over-IP Telefonanlage und zwar aus dem Profibereich, die N510 IP Pro von Gigaset. Vielleicht habt ihr ja schon einige meiner anderen Voice-over-IP Tutorial-Videos gesehen zu verschiedenen Geräten, wie zum Beispiel diese, wie ich finde, sehr schönen Geräte von der HX-Serie. Also HX, wer das noch nicht kennt bei Gigaset, diese HX-Bezeichnung steht quasi immer dafür, dass man das Mobilteil direkt mit zum Beispiel Fritzbox oder dem Voice-over-IP-fähigen Router verbinden kann. Und ihr seht hier neben Fritzbox und TP-Link und dieser Telekom Speedport heißt es, glaube ich, gibt es natürlich auch solche Voice-over-IP-Module direkt von Gigaset. Und ich habe hier heute mal die weiße Version und das ist quasi der Pro-Bereich. Und schwarz wäre jetzt dann dementsprechend das, was man quasi kriegen könnte, wenn man ein Voice-over-IP-fähiges Telefon von Gigaset quasi mit so einer Box kauft. Denn es gibt natürlich Leute, die haben noch nicht so einen Router, beziehungsweise wollen die Anrufbeantworterfunktion direkt aus so einer Gigaset-Box nutzen. Denn das ist nämlich auch was, was mir deutlich aufgefallen ist. Hier in der Vergangenheit, wenn man diese Gigaset HX-Geräte verwendet, dann in meinem Fall habe ich zum Beispiel dieses Gigaset HX in der Vergangenheit direkt mit dem TP-Link-Router verbunden, weil der TP-Link VDSL-Router, bin ich sehr zufrieden damit. Einziges Manko ist halt, dass man zwar seine Voice-over-IP-fähigen Mobilteile, also man spart sich quasi die Basisstation und das fand ich natürlich eigentlich, ist natürlich total cool. Man braucht nur den Router, man braucht nicht eine extra Basisstation für diese Voice-over-IP-Geräte. Aber ich habe gemerkt, Anrufbeantworter-Funktionalität, da muss natürlich das Telefon dann mit dem Router auch zusammenspielen. Und funktioniert zwar, fand ich aber nicht so gut implementiert. Deswegen wäre jetzt so mein Geheimtipp, wer viel den Anrufbeantworter benutzt, der sollte dann wirklich sicherstellen, dass, ich schweife jetzt hier ein bisschen ab, Leute, ich komme gleich zu dem Profigerät. Aber das war halt wichtig, weil ich das vorher echt nicht gewusst habe. Also nochmal, wer den Anrufbeantworter, wem das wirklich wichtig ist, der sollte halt darauf achten, dass Telefon und also Router dann, falls man direkt mit dem Router verbindet, gut funktionieren oder um halt auf Nummer Sicherheit zu gehen, statt einfach nur dem HX-Mobilteil dann eine Version zu holen, wo das Mobilteil doch mit einer Basisstation kommuniziert. Und das testen wir jetzt mal mit der Gigaset N510 IP Pro. Und denkt bitte daran, das ist jetzt hier wirklich die Profi-Variante. Ich habe auf meinem Kanal auch noch andere Videos, kann ich ja hier mal kurz einblenden. Falls ihr Voice-over-IP technisch noch nicht so krass bewandert seid, dann würde ich fast schon eher sagen, bleibt lieber bei so einer Konsumentenversion. Habe ich euch ja gerade gezeigt, habt ihr auch mit Konfigurationsbeispiel sogar toll auf meinem Kanal, könnt ihr euch auch anschauen. Ich möchte heute aber mal ein bisschen mit den Profi-Geräten einsteigen und mal sehen, wie die sich dann unterscheiden zu dem normalen Geräten. Sind die wirklich so viel komplizierter zu bedienen oder könnte man das vielleicht auch selber machen mit Hilfe eines solchen Product Reviews / Tutorials, was ich gerade filme. So, und ihr könnt ja auch in der Navigation unten schon die ganze Zeit sehen, das ist jetzt gerade der Einführungsteil. Was ich jetzt in Teil 2 machen werde, ist mal das Unboxing. Da zeige ich euch mal, was ist hier da drin, wie ist die Verarbeitungsqualität. In Teil 3 springen wir dann zur Konfiguration. Das wird, glaube ich, so der längste Teil sein und dann kommen wir noch zum, im letzten Teil zum Fazit. Also ich würde sagen, ab zum Unboxing und dann zur Konfiguration. Los geht's! So Leute, dann wollen wir uns mal anschauen, was hier in dieser Verpackung von dieser Voice-over-IP-Basisstation quasi drin ist. Ich mache das jetzt hier einfach mal auf. Ja, so, ich habe das jetzt mal hier kurz übersprungen. Also wir sehen, wir haben hier das so eine Art Handbuch allerdings. Wenn ich hier mal so ein bisschen drin blättere, ist das wirklich sehr, sehr spartanisch. Also es sind wirklich nur so die nötigsten Informationen, so ganz, ganz wenig. Also wer jetzt da Hilfe beim Konfigurieren groß erwartet in diesem Handbuch, ist natürlich da enttäuscht, weil es ist ein Profigerät. Da geht Gigaset einfach davon aus, dass man entsprechend auch schon so ein paar Kenntnisse vom Voice-over-IP hat. Hier gibt es noch ein Netzwerkkabel dazu. Das Netzwerkkabel ist leider nur Kategorie 5, macht aber wahrscheinlich nicht so viel aus. Ein Netzteil bekommen wir auch noch. Das ist natürlich in der Firmenumgebung vielleicht gar nicht gewollt. Also in einem kleinen Unternehmen, was jetzt kein Power-over-Ethernet-Switch hat,
ist es natürlich praktisch oder wenn man die Pro-Variante zu Hause verwenden will. Ansonsten kann man halt quasi auch hier ganz normal ein Netzwerk anschließen und wer dann einen Power-over-Ethernet-Switch hat, kann quasi diese Basisstation mit dem Netzwerkkabel gleichzeitig auch mit Strom versorgen, was natürlich praktisch ist. Dann kann man das hier hinten irgendwo an der Wand direkt montieren. So, sehr viel mehr ist jetzt eigentlich zu dem Unboxing gar nicht zu sagen. Im Prinzip sieht dieses Pro-Business-Gerät, die Gigaset N510, eigentlich ganz genauso aus wie auch die Konsumentengeräte. Bin ich mal gespannt, ob wir da bei dem Webinterface und bei den Konfigurationseinstellungen beziehungsweise dann bei der Tonqualität und so bessere Ergebnisse haben als bei dem Konsumentengerät. Kann natürlich sein, dass hier das Gehäuse mehr oder weniger gleich ist und innen drin aber andere Hardware verbaut oder dass das Webinterface ein bisschen umfangreichere Konfigurationsmöglichkeiten hat. Also wir springen einfach mal in den Computer und fangen mal an mit der Konfiguration und testen es dann gleich noch in dem nächsten Video mit dem entsprechenden Mobilteil. Und dann konfigurieren wir mal einen ausländischen Telefonanschluss mit einer amerikanischen Nummer und testen auch mal, wie das mit dem Telekom-Telefonanschluss mit Telekom Voice over IP quasi funktioniert. Da haben wir gleich mal den direkten Vergleich. Also ich würde sagen, wir springen jetzt mal zur Konfiguration. Los geht's! So, willkommen zu Teil 3. Ich habe hier schon mal die Basisstation vorbereitet. Die werden wir jetzt gleich konfigurieren. Und das Telefon habe ich auch schon mit der Basisstation verbunden. Falls ihr da zu dem Telefon noch mehr wissen wollt, dann schaut euch mal das zweite Video an von dieser Tutorial-Serie. Das blinkt jetzt hier schon und bietet mir quasi an, den Voice-over-IP-Assistenten zu starten. Damit könnte ich quasi die maximal 6 Telefonleitungen quasi hier an dem Mobilteil selbst konfigurieren. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Wer sich mit Voice-over-IP schon ein bisschen besser auskennt, weiß natürlich ganz genau, ist es natürlich angenehmer, diese Basisstation direkt vom Computer mit dem Webbrowser zu konfigurieren. Dazu brauchen wir aber die IP-Adresse und die steht natürlich hier nirgendwo dran. Die könnten wir zwar an unserem Router nachgucken, aber ich zeige euch jetzt mal noch einen Trick, den ihr ganz gut eigentlich bei so jedem Gigaset-Gerät anwenden könnt, egal ob es ein Profi-Gerät ist oder nicht. Man geht einfach hier ins Menü rein und dann hier beim Zahnrad bei den Einstellungen könnt ihr hier ganz leicht aufrufen. Dann habt ihr hier diese ganzen Systemeinstellungen und ihr scrollt einfach mal ganz runter zu System, geht dann quasi in System rein und wieder sind hier jede Menge Einstellungen, zum Beispiel auch die Verschlüsselung. Wollen wir jetzt aber nicht machen, wir gehen ganz runter und dann steht hier lokales Netzwerk. Und das ist natürlich total praktisch, weil wenn ihr hier raufklickt, dann seht ihr nämlich, dass euer Router quasi, das ist normalerweise der Standardfall, die Basisstation von dem Gigaset Pro fragt quasi nach bei eurem Netzwerkrouter, gib mir mal bitte eine IP-Adresse. Der teilt dann täglich irgendeine andere zu, also die Nummern ändern sich in der Regel auch. Und damit ihr jetzt nicht extra euch in euren Router einloggen braucht, könnt ihr jetzt quasi hier gleich nachgucken in dem Gerät jederzeit, was die IP-Adresse von der Basisstation ist. Das haben wir jetzt hier rausgefunden, 192.168.1.107. Bei euch wird es dann so ähnlich sein, da ist wahrscheinlich eine andere Nummer dann am Ende. Und das geben wir jetzt mal in unseren Webbrowser ein und dann können wir so ganz praktisch die Basisstation konfigurieren und brauchen nicht hier diesen Assistenten benutzen, der hier ja schon uns so anblinkt. Weil das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, jetzt die ganzen Daten, quasi Zugangsdaten, falls ihr halt mehrere Telefonnummern habt, hier über das Mobilteil einzugeben. Und dann machen wir es uns einfach und nehmen mal das Webinterface von der Basisstation mit unserem Webbrowser. Also springen wir jetzt mal in den Computer rein. So Leute, da bin ich wieder. Also so einfach war es dann doch nicht. Ich habe gestern wirklich noch mehrere Stunden da dran gesessen und versucht rauszufinden, wie man die Gigaset-Basis, also hier die N510, quasi mit dem Telekom VDSL 100 Voice-over-IP-Anschluss verbindet. Und was ich euch mal empfehlen würde, geht einfach mal zu teamwork.gigaset.com und klickt hier auf die N510 IP.
denn hier findet ihr entsprechend eine kürzere Version des Handbuchs und eine vollumfängliche, lange Version des Handbuchs, die auch immer quasi up to date ist. Denn wie ich euch ja gezeigt habe, ist ja der Grund, dass quasi bei dem Pro-Gerät hinten in dem Karton, habe ich euch vorhin beim Unboxing gezeigt, da ist halt keine richtige Bedienungsanleitung dabei. Das heißt, wenn ihr jetzt zwischendurch noch Fragen habt, die ich nicht im Video erkläre, könnt ihr hier in der Bedienungsanleitung nochmal nachschauen. So, und wie ich euch ja eben gezeigt habe, ihr könnt die IP-Adresse von eurer Basisstation am Mobilteil hier abrufen. Müsst ihr einfach nur ins Menü gehen und dann kommt ihr hier zu so einer Willkommensseite. Ich habe da hier mal die IP-Adresse einfach oben eingegeben in den Webbrowser und standardmäßig ist die System-PIN 4x die 0. Solltet ihr natürlich auch noch ändern. Ich gebe das jetzt mal ein und bestätige dann mit OK. Und schon bin ich quasi hier drinne. So, das erste, was ich gestern gemacht habe, ich bin mal hier zur Einstellung gegangen und dann kann man hier bei Gerätemanager, klickt ihr mal bei Gerätemanager an als allererstes und geht runter zu dem Punkt Firmware-Aktualisierung und dann habe ich hier Firmware-Aktualisieren geklickt und dann guckt der Auto vollautomatisch nach der aktuellen Firmware. Und hat er auch eine neue gefunden und hat die runtergeladen. Müsst ihr eine ganze Weile warten. Also das fängt dann da an, richtig schnell zu blinken an der Basisstation. Wartet wirklich, bis das komplett fertig ist. Unterbrecht den Prozess nicht. Habe ich gemacht. Jetzt habe ich die neue Firmware drauf. Und dann habe ich probiert, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, hier zur Telefon geht, die Telekom-Leitung anzumelden. Und zwar erst mit dem Assistenten. Denn, also ihr seht, man kann hier 6 Leitungen einrichten. Ich habe ja von der Telekom 3 Leitungen bereitgestellt und habe jetzt mal meine dritte Leitung, die ich habe, beim VDS Telekom VDS 100 hier eingerichtet. Es hat aber wirklich erst nicht funktioniert. Ich habe Stunden gebraucht, um den Fehler zu finden, denn zuerst mal habe ich gedacht, okay, dann klicke ich auf Bearbeiten, habe hier auf Bearbeiten geklickt und habe den Konfigurationsassistenten gestartet. Ja, weil ist natürlich klar, hier kann man sich ja Arbeit sparen. Nimmt man einfach den Assistenten, der lädt jetzt hier die Länderliste. Dann wählt man Deutschland aus. Dann wählt man T-Online aus. Und dann kommt man zu diesem Fenster. Und ich weiß, was ich da eingeben muss. Viele Leute haben es scheinbar nicht gewusst. Also ich habe das auch gesehen beim Telekom-Hilf-Forum. Die Leute wissen nicht, was man hier eingeben soll. Ich habe die Daten dann richtig eingegeben. Und es hat trotzdem nicht funktioniert und ich wusste dann echt nicht, was ich machen soll. Also habe ich dann, nachdem die Leitung quasi eingerichtet war und die nicht richtig funktioniert hat, ich konnte immer raustelefonieren, aber ich konnte zum Beispiel, wenn ich von meinem Handy rein telefonieren wollte, hat es immer nicht funktioniert. Und dann wusste ich natürlich nicht, liegt es jetzt am Konfigurationsprofil, ich habe doch die Daten richtig eingegeben. Also habe ich die Leitung einfach mal komplett wieder gelöscht und habe die Daten dann stattdessen manuell eingegeben. Und das zeige ich euch mal jetzt ganz kurz, weil das war so einer der Knackpunkte, womit die meisten Leute scheinbar echt so ein bisschen Probleme hatten, die noch neu bei Voice-over-IP sind. Denn wie ich gesagt habe, das ist ja natürlich ein Pro-Gerät. Da kann man sich nicht immer hundertprozentig darauf verlassen, dass sofort alles mit dem Assistenten funktioniert. Bei manch einem Mars-Game, bei mir hat es gestern nur teilweise funktioniert, weil ich halt nicht zurückrufen konnte, zum Beispiel von meinem Handy. Das ist, was ich gefunden habe. Wie man das wie ich es schon lange weiß und auch schon mehrfach getestet habe. Hier zum Beispiel mit dem Yealink Desktop-IP-Phone, da habe ich die Zugangsdaten auch immer so eingegeben, quasi als Benutzer hier das Passwort quasi leer gelassen und dann immer Vorwahl plus Rufnummer und dann das als Server. Zeige ich euch gleich auch nochmal im Interface der Gigaset. Jedenfalls könnt ihr euch dieses Muster ja mal merken. Als Anmeldenamen gebt einfach hier anonymous@t-online.de ein. Passwort könnt ihr leer lassen und dann als Benutzername bzw. angezeigten Namen nehmt einfach Vorwahl plus Rufnummer. Also ich habe jetzt hier einfach mal 030 für Berlin und dann 1234567. Und interessant ist aber, was auch noch wichtig ist, dann guckt mal bei weitere Einstellungen. Denn hier unten kann man nämlich noch angeben, das wäre jetzt auch das, was quasi euch dieses Automatikprofil hier quasi reinstellt. Quasi ihr seht, genauso wie bei meinem Yealink, was ich sonst immer benutzt habe, hat er hier quasi tel.t-online.de bei Domain und Server eingetragen und Registration Server. Die Ports sind hier leer, weiß ich nicht, ob die Information dann im Profil ist. Ports sind ja normalerweise 50, 60, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Was man wohl scheinbar machen muss bei dieser Gigaset,
ist den Stunt-Server aktivieren und den Outbound-Proxy nicht aktivieren. Leute, wenn euch das jetzt schon zu viel ist, dann holt euch lieber kein Pro-Gerät. Ansonsten, wenn ihr es ausprobieren wollt, ich habe es jetzt so getestet, bei mir funktioniert es jetzt. Aber was sich ganz klar rausgestellt hat, und ich hoffe, man kann das jetzt hier so ein bisschen sehen, also das ist, glaube ich, so der beste, die beste Art und Weise, wie ich das vergleichen kann. Also der Provider ist natürlich der Telekom VDSL 100 mit Voice-over-IP. Und ich mache das hier mal kurz zu, damit es jetzt nicht zu irritierend wird. Die Zugangsdaten habe ich eigentlich immer gleich eingegeben, schon mit verschiedenen Endgeräten. Also bin ich bei der Eingabe der Zugangsdaten schon relativ sicher. So, nun habe ich mich aber gestern echt extrem geärgert, warum kann ich nicht mit dem Handy rein telefonieren, ja? Habe dann nochmal getestet mit dem Yealink. Ich habe die Daten da beim Yealink genauso eingegeben und da hat es funktioniert. Und es hat sich wirklich rausgestellt, bei meinem Yealink habe ich normalerweise den Stunt-Server aus. Beim Yealink ist auch der Outbound-Proxy aus. Und dann habe ich aber mich erinnert, Moment mal, im Router kann man ja auch, also in meinem Fall habe ich hier einen TP-Link-Router, einen Router von TP-Link. Das ist halt auch so eine Sache. Das müsst ihr halt mal in eurem Router nachgucken. Ich weiß, mein Router hat hier so ein SIP-ALG und ich kann es aktivieren oder deaktivieren. Normalerweise, also müsst ihr dann euch in Router einloggen, bei Erweitert gehen. Wenn ihr eine Fritzbox habt, sieht das Menü vielleicht anders aus. Wenn einer eine Fritzbox hat, würde mich mal interessieren, kann man bei der Fritzbox auch SIP-ALG an- und ausschalten? Fragezeichen. Bei der Fritzbox ist ja das mit dem Voice-over-IP ein bisschen anders. Wenn ich mich recht entsinne, kann man da auch das irgendwie durch die Fritzbox laufen lassen. Beim TP-Link sind diese ganzen Voice-over-IP-Telefonie-Sachen so ein bisschen spartanisch gehalten. Deswegen benutze ich auch gerne andere Geräte und mache die Voice-over-IP-Telefonie nicht zwangsläufig über den TP-Link. So. Jedenfalls war normalerweise bei mir immer SIP-ALG an, denn ich habe ja in der Vergangenheit immer dieses Yealink benutzt. So, ich habe jetzt aber rausgefunden, dass man SIP-ALG bei der Gigaset zwingend scheinbar ausschalten muss. Und ich kann jetzt nur vermuten, das hat mit meinem Router zu tun. Also ihr seht schon, hättet ihr jetzt einen Telekom Speedport oder eine Fritzbox, dann kann ich euch gar nicht sagen, ob das da genauso wäre. Ich kann euch nur den Tipp geben, guckt mal nach diesem SIP-ALG in eurem Router, denn das hat wirklich für mich das Problem gelöst. Ich kann jetzt vom iPhone quasi auf dem auch quasi rein telefonieren. Und Leute, ihr glaubt es nicht, wenn ihr ein paar Stunden gesessen habt und ihr denkt, ihr könnt es und dann funktioniert es nicht, nur weil man SIP-ALG ausschalten muss. Also, weil es ist ja im Prinzip, wenn ihr euch vorstellt, hier oben ist Telekom. Der Anschluss ist der gleiche, die IP-Provider ist der gleiche. Ihr habt zwei verschiedene Endgeräte und ihr müsst die komplett anders einstellen. Deswegen, sobald ihr quasi, und das Yealink ist ja auch ein Profi-Gerät, ja. Beim Yealink funktioniert es, da muss ich SIP-ALG nicht ausstellen, beim Gigaset muss ich es ausstellen. Also fragt mich nicht, wieso, wenn jetzt jemand wirklich sich mit Voice-over-IP megamäßig auskennt, kann mir mal bitte einer erklären, warum das so ist. Ja, warum muss das eine Gerät so telefoniert werden und das andere so, wenn es doch der gleiche Router und der gleiche Provider ist, ja? Da kann ich mir nur vorstellen, dass es irgendwie Voice-over-IP in verschiedenen Geräten unterschiedlich implementiert ist mit irgendwelchen Einstellungen. Und ja, dann ist natürlich klar, dass der Otto-Normalverbraucher mit Profi-Geräten sicherlicherweise leicht Probleme bekommen kann. So, das sollte jetzt aber erstmal soweit gewesen sein zur Konfiguration. Wie gesagt, hier nochmal übersichtlich, das kann ja nochmal ganz schön runterscrollen. Also das habe ich nach langem Suchen jetzt endlich rausgefunden, wie es hier funktioniert. Würde ich euch empfehlen, merkt euch diese Einstellungen und übernehmt die so und dann probiert halt nur mal in eurem Router, falls ihr nicht von eurem Handy rein telefonieren könnt, dieses SIP-ALG an bzw. auszuschalten. Denn Portfreigaben, Weiterleitung und so, das hatte ich auch probiert. Aber das hat eigentlich noch mehr Chaos erzeugt als ohnehin schon. Und ich musste ja auch beim Yealink keine Portfreigaben einrichten. Also ich habe es im Prinzip gerne lieber einfach konfiguriert, anstatt dann noch irgendwie Ports im Router da zu forwarden. Das war's jetzt erstmal. Weil es ja hier ein deutsches Tutorial ist, mache ich jetzt den ausländischen Provider erstmal nicht. Da mache ich mal, glaube ich, noch ein extra Video zu auf meinem englischen Channel oder so, wo ich dann quasi eine amerikanische Telefonnummer
konfiguriere. Falls euch das interessiert, schaut mal auf meinem englischen Kanal vorbei. Und ich würde sagen, wir springen jetzt noch zum Fazit. Und ansonsten ist auch soweit gewesen sein zur Vorstellung von der Gigaset N510 IP Pro Basisstation. Also wie gesagt, wir sind jetzt in Teil 4 angekommen, im Fazitteil. Ich fasse jetzt noch mal kurz alles zusammen. Und das Video ist jetzt auch schon, glaube ich, relativ lang geworden. Also wir sind hier schon so bei 20 Minuten angekommen. Wie gesagt, ich habe euch mal das Projekt hier vorgestellt im Einführungsteil. Habe dann mal die Basisstation ausgepackt, euch die Nahaufnahmen gezeigt. Habe euch gesagt, dass ihr die auch statt dem Netzteil mit Power over Ethernet betreiben könnt, falls ihr zufällig einen Power over Ethernet fähigen Switch habt. Ansonsten war das Netzteil natürlich dabei. Netzwerkkabel war Kategorie 5E, also war doch ein Enhanced Netzwerkkabel. Und im Konfigurationsteil hatte ich euch halt gezeigt, wie ihr quasi die Netzwerkadresse von der Basisstation ganz leicht an dem Mobilteil hier abrufen könnt. Und ganz klar, mein Fazit ist soweit, dass diese Pro-Basisstation wirklich ein bisschen umständlicher vielleicht zu konfigurieren ist, als was der normale Kunde so ja, gewöhnt ist. Also ich denke mal mit so einem Tutorial, ich habe euch ja jetzt gezeigt, was ihr da eingeben müsst im Konfigurationsteil, damit es zum Beispiel mit dem Telekom VDSL-Anschluss gut funktioniert. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt zu dem Mobilteil, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung, denn ich habe natürlich auch noch einen zweiten Teil gemacht, wo ich ausführlich quasi auf dieses Gigaset SL750 Mobilteil eingehe. Und da das natürlich zusammengehört, würde es sich auch lohnen, diesen zweiten Teil anzuschauen. Das soll es soweit gewesen sein. Ich fasse mich jetzt hier mal kurz. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe noch viele weitere Videos auf meinem Kanal, nicht nur von diesen beiden Geräten. Kann ich hier auch noch mal kurz einblenden. Und da könnt ihr auch Yealink-Geräte und so weiter finden. Denn wie ich im Konfigurationsteil ja mehrfach erwähnt hatte, ist es wirklich sehr überraschend für mich gewesen, dass zum Beispiel ich die Zugangsdaten hier sowie da genau gleich eingegeben habe. Aber obwohl ich ja beim gleichen Provider war und die Daten gleich eingegeben habe, diese beiden Geräte trotzdem eine gewisse Anpassung bei den Einstellungen benötigt hatten. Bei dem Yealink musste ich SIP-ALG im Router nicht ausschalten. Bei der Gigaset-Basisstation musste ich irgendwie den Stunt-Server aktivieren und SIP-ALG ausschalten. Also das war selbst eine Überraschung für mich und ihr habt es jetzt gelernt. Also falls ihr das gleiche Problem habt, geht es dann bei euch ganz einfach. Ich lade euch ein, diese anderen Videos auch noch anzuschauen, falls ihr mehr über andere Geräte wissen wollt. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder beim zweiten Teil von dem Mobilteil. Und ich sehe euch jetzt abonniert auf meinem Kanal und im nächsten Video. Bis bald. Und weil du dir gerade das Video für die Gigaset IP Pro Basisstation angeschaut hast, könnte dich natürlich auch interessieren, das zweite Video, was ich hier für dich gemacht habe, und zwar von dem entsprechend passenden Mobilteil. Denn ich bin echt überrascht, dass mehr und mehr Leute meinen Kanal abonnieren aufgrund der nützlichen Product Reviews und Tutorials, die ich hier für euch bereitstelle. Ich sehe dich im nächsten Video als Abonnent auf meinem Kanal und vielleicht sogar in einem meiner Online-Kurse. Bis dann!